Hey ho, meine Lieben, in unserer Weihnachtsbäckerei. Was machen wir Schönes? Plätzchen packen. Genau, und mit den Keksen? Entschuldigung, den Spaß musste ich mir jetzt rausnehmen. Also mit den Plätzchen. Was ist ja dauernd Kekse gesagt. Ja, es ist halt. Ja, fangen wir jetzt ganz einfach an. Ob es genaue Rezepte gibt oder nicht, ist egal, weil wir haben uns ein paar aus dem Internet rausgesucht. Anfang tun wir mit Spitzbuben. Und das ist Omas Lieblingsrezept von einfach kochen. Ja, kann sich dann jeder selber runterladen, wie er möchte. Müsst halt ein bisschen googeln. Und ja, wir fangen jetzt einfach mal an. Ob man jetzt komplett alles sieht oder nicht, egal, ihr seid auf alle Fälle zum größten Teil dabei, so sage ich es jetzt einmal. Und wir legen los in der kleinen, aber feinen Küche. Genau, Attacke. So Leute, klitzekleiner Nachtrag. Also wir sind jetzt an dieser Stelle filmisch gesehen am Anfang vom Video. So wie sei verraten, die Teige sind schon im Kühlschrank. Ja. Mhm. Habe ich gemacht. Hast du gemacht, das finde ich schön, ja. Mein Schatz. Ja. Und wir teilen jetzt die Videos auf in Weihnachtsbäckerei Tag 1, Tag 2, Tag 3, so ungefähr. Vielleicht werden es auch mehr Tage, je nachdem, wie viel wir machen. Ja, und Tag 1, Spitzbuben und? Vanillekipferl. Kipferl. Ja. Ja, die Hessen halt. Die können es nicht richtig aussprechen. Jawohl. Okay, Spaß beiseite. Wir machen weiter. Ihr wisst Bescheid. Es gibt mehrere Teile. Richtig. Ey Leute, einen kleinen Nachtrag zum Anfang habe ich jetzt noch. Ich habe die Cam bloß hier jetzt in der Hand. Ui. Man könnte zu dem Video auch sagen, Backen für Anfänger oder Backen von Anfänger mit Erfahrungsbericht. Mhm. Es wird lustig. Genau. Ich hoffe, ihr seid in der Kommentare gnädig, weil das Ergebnis zählt. Und ich hoffe, das wird was. Ich muss wieder in die Küche. Hier jetzt mal die kleine, aber feine Übersicht für die Spitzbuben und Spitzbürbler. Also eine Spitzbuben deshalb, weil ich hier einmal eine große Form habe und Spitzbürbler, weil wir auch kleinere Formen haben. Die Schicht zwischendrin wird einmal mit Erdbeere sein und einmal mit Marille. An Zitronenabrieb brauchen wir, haben wir Bio-Zitronen organisiert, ein Ei, Butter, an Puderzucker brauchen wir, eine Prise Salz. Mandeln blanchiert, gemahlen und Mehl. Die Mengen sage ich nachher oder kann ich auch gleich sagen. Machen wir nachher, das kommt nämlich jetzt gleich in die große Schüssel rein. Und dazu tun wir das eben alles schön abwiegen. 300 Gramm Mehl, 100 Gramm Mandeln. 150 Gramm Puderzucker, Prise Salz, Teelöffel Zitronenabrieb, 200 Gramm Butter und ein Ei. Ja, da habe ich jetzt gleich einmal die doppelte Menge und wird jetzt alles zurecht gemacht, in die Schüssel rein und dann fangen wir das Rühren an. Ja, und danach wird das Ganze erst einmal für eine Stunde im Kühlschrank gekühlt. Mhm. Also Leute, ich wiege jetzt schnell ab. Das Drama müssen wir uns jetzt nicht anschauen, weil sonst wird das Video wieder viel zu lange. Und ja, wenn ich dann alles drin habe in der Schüssel hier, dann zeige ich euch das natürlich wieder. So Leute, ich habe jetzt hier die ganzen Zutaten abgewogen und hier rein. Butter in kleine Stückchen geschnitten, so wie es hier drin steht in der Anleitung. Ach, geh halt rein. So, und jetzt sollen wir alles erst einmal verkneten und danach alles miteinander verkneten. Zuletzt das Ei hinzugeben,
geben und zu einem kompakten Teig kneten. Den Teig flach drücken, in Folie einwickeln und in den Kühlschrank. Und Strom brauchen wir auch. So. Und das machen wir jetzt so. Ja, so. Ja, Leute, ja, das Ei kommt auch gleich noch hinzu. Aber jetzt ist der Balkcam hoch. Warum mache ich jetzt von den Spitzbuben die größere Menge? Ja, ganz einfach, ich bin verfressen, wenn es um Spitzbuben geht. Ja, ich hoffe, dass die auch gut sind, dass ich hier das Ganze nicht umsonst mache. Ich weiß es nicht, ich bin kein Backprofi. Spatzel passt auf mich auf im Hintergrund, komm ruhig ein bisschen rüber. Was sieht aus deinem Kopf? Ja, mach dich mal groß. Jo. Ja. Und genauso machen wir das. Nach der Backanleitung. Jo, gut. Und hier habe ich für dieses Rezept auch noch die Adresse, noch mehr leckere Rezepte, http://einfachkochen.de steht hier drauf. Jo, dann machen wir nebenbei noch Werbung für die Internetseiten. Ist ja auch kein Thema. Man hat ja auch von denen die Rezepte geklaut. Punkt. Ja. Also jetzt verrühren, dann noch das Ei mit rein und danach sehen wir uns dann wieder. So, das würde ich mal sagen, reicht jetzt. Ne, geh jetzt aus. So. Durchgeknetet, bis der Teig so aussieht, wie man haben will. Und ich denke, das ist gut so. Na komm raus, du Feigling. Pah, ich lass mich doch von dem Teig hier nicht verarschen. Leute, das ist wirklich das allererste Mal, soweit ich mich erinnern kann, dass ich selber Plätzle mache. Vielleicht mal in jungen Jahren in der Schulzeit, dass wir in der Schulküche was gemacht haben, die wo man hat dann sowieso nicht essen können. Ich hoffe, ihr habt auf alle Fälle euren Spaß bei den Videos oder Video, je nachdem wie viel sie werden, wie viel es werden. So, jetzt brauche ich den blöden Schaber doch nochmal. Das ist ja fast nochmal ein Teil. So. So, die Schüssel tun wir nachher oder tue ich nachher gleich spülen. Weil Spatzel will als nächstes, ich glaube, Vanillekipferl machen. Und da braucht die dann die Schüssel. Gehe ich mal davon aus. Mal den Teig hier ein bisschen flach drücken. Und einmal abschnibbeln, jawohl. So. Und der darf jetzt so für eine Stunde circa in die Kühlung. Dann haben wir es ziemlich exakt 5. Und dann geht es mit meinem Spitzbuber weiter. Oh Leute, es hat kommen müssen, wie es kommen muss. Nach Durchgucken der ganzen Rezepte noch festgestellt, dass wir noch einiges noch mehr an Mandeln brauchen. Und noch Puderzucker und dieses und jenes. Und
Manu, ich weiß nicht, ob man es gerade gehört hat, die Türe, kaplätsch, die ist nochmal losgeranntes Zeug holen. Drum darf ich hier jetzt den Vanillekipferlteig machen. Ich sage jetzt wieder an, was wir brauchen und misch dann fertig. Ja, genau. Wir brauchen 125 Gramm Mehl Typ 405, 50 Gramm blanchierte gemahlene Mandeln, 40 Gramm Zucker, Bourbon-Vanillezucker, ja, passt ganz genau, ein Päckchen und 100 Gramm Butter, wieder in kleine Stückchen geschnitten. Langsam wird sie Gott sei Dank weich. Drüben habe ich noch das angebrochene Stück, das nehme ich natürlich her. Tja, und für später dann brauchen wir dann wieder an Puderzucker, die Vanilleschote und nochmal ein Päckchen Vanillezucker. Jo. Mehl in eine Schüssel sieben, Mandelzucker und Vanillezucker untermischen, Butter in kleine Stücke hinzugeben und alles miteinander zu einem kompakten Teig kneten. Den Teig zu einer großen Rolle formen und in der Frischhaltefolie gewickelt im Kühlschrank für eine Stunde lagern. Ich bereite jetzt den Teig vor und wenn der fertig ist, hole ich euch natürlich wieder dazu. Also und das mit den sieben, so wie es drin steht, das mache ich wirklich. Dass mir das einer nicht glaubt. Also da gehen wir wirklich ganz genau nach Rezept. Nicht, dass ich am Schluss noch schuld bin, wenn irgendwas schief geht. Nee. So. Dann haben wir den hier. So. Jetzt kann ich eigentlich hier einspannen. Dann brauchen wir 50 Gramm Mandeln. Rezept. Fast wäre mal zweite Packung Vanillezucker reingefallen. So, jetzt brauchen wir normalen Zucker. Und zwar wie viel? 40 Gramm. Mandelzucker, Vanillezucker, Butter in kleine Stücke schneiden. Moment. Vanillezucker untermischen. Haben wir getan. Und jetzt kommt bloß wieder die Butter dazu. Und dieses Mal kein Ei. Also Leute, ich empfehle hierbei wirklich weiche, sehr weiche Butter zu nehmen. Das habe ich nämlich beim letzten Teig gemerkt. Je weicher die Butter, desto besser. Ja, mache ich jetzt die 100 Gramm Butter mit rein und dann wieder kneten. Also ich weiß ja nicht, wie es andere machen würden. Ich habe hier jetzt 100 Gramm Butter abgewogen. Ich schmeiße jetzt einfach die kleinen Stückchen nach und nach mit rein, während das Ding schon mal rührt. Mädels, lacht euch bei dem Video ruhig kaputt, das ist mir wurscht.
Ich habe mir ja jetzt dazu auch nicht einmal ein Video oder irgendwas angeschaut. Manu ist auch nicht da. Und ich mache halt einfach. Alles drin. Und ja, jetzt so lange rühren, bis es einen schönen Teig gibt. Und, Moment, ich könnte mir auch natürlich vorstellen, dass wenn man das mit der Hand knetet, das auch ganz gut funktioniert. Aber Leute, ich habe eine schöne Bosch Küchenmaschine. Oh. Und warum soll ich die nicht verwenden? Genau. Warten wir, bis der Teig fertig wird. Dann Rolle formen, Frischhaltefolie ab im Kühlschrank. Ja, und der andere Teig ist schon eine halbe Stunde bald drin. Also, das Ding hört sich schon wieder ungesund an. Okay. Boah, ist das ein Bröselteig. Naja, Vanillekipferl halt. Wieso ziehe ich da eigentlich Handschuhe an? Ah, der Teig? Doch, der sieht gut aus. Gefällt mir. Sollen wir jetzt eine Rolle daraus machen? Zu einer großen Rolle mit dem bisschen Teig. Eine große Rolle. Sehr witzig. Ha, ha, ha. Eine große Rolle. So. Spatzel, dein Vanillekipferlteig ist auch schon fertig. Sehr schön. Oh. Ja. Ich bin ja gespannt, wie viel Vanillekipferl das werden. Ich bin ja echt gespannt. Na, alles bekommen? Ja. Katastrophe. Vielleicht meinen die mit einer großen Rolle eine lange Rolle. Hast du schon mal welche gemacht? Sag ich jetzt nichts. Sag ich jetzt nicht. Ich glaube, Spatzel hat auch noch nie Vanillekipferl gemacht. Nee. Egal. Ich habe dreimal Butter noch geholt. Okay. Schnibbel die durch. Tja. Und dann kommt unsere Teigrolle auch in den Kühlschrank, auch für eine Stunde. Der andere Teig ist jetzt exakt eine halbe Stunde drin. Und ja, in einer halben Stunde sehen wir uns hier wieder. So Leute, hier geht's jetzt weiter. Neuen Teigroller gekauft mit Abstandshalter, Abstandsringen, dass wir genau auf 3 mm Teig kommen. Mhm. Hier liegen schon meine Ausstechförmchen und da hinten liegen schon die Backbleche bereit. Und ich fange jetzt einfach mal an hier. Wer hat das wieder eingepackt, sehr fix. Was im Hintergrund so schnörpselt, ist übrigens mein Spatzel. Die bereitet schon unser Abendessen vor. Ich probiere es jetzt einfach mal aus. Ich habe hier keinen Plan. Oh, gibt es hier fest. So. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Gerade war sie doch so schick legen, Kreuzkruze Fimmel. Jetzt.
Ne, da guckst du. So lang, bis wir exakt eine gleichmäßige Teigschicht haben. Lacht euch ruhig kaputt. Ist mir egal. Mir egal. So, aber ich wollte hier eigentlich auf dem Ding bleiben. Weg da. Holen wir nachher wieder mit aus. Na? So. Eigentlich stand ja drauf auf einer bemehlten Arbeitsfläche. Das habe ich jetzt vergessen. Kann man ja nachher noch ein bisschen Mehl mit draufhauen. Ich glaube, jetzt haben wir unsere 3 mm gleichmäßig. Probieren wir es einfach aus. Ich fange jetzt hier erst einmal an. Mache erst einmal ein paar große. Na, komme ich da noch hin? Das wären 2. Fünf. Sechs. Jawohl. Drei. So. Jetzt könntest du mir mal das Backblech hier mit herstellen. Und dann schaue ich, dass ich die nämlich gleich aufs Backblech drauf kriege, sobald ich sie hier rausgepuppelt habe irgendwie. Dann zeige ich gerade da oben. Oje. Was habe ich mir hier angetan, Leute? Scheiße! Nochmal. Nochmal. Ich glaube, ich mähle die Fläche vorher ein. Das ist vielleicht ein bisschen. Ja, eigentlich sollte die nicht hier ankleben, ne? Ja. Eigentlich, das ist eine ganz gute Matte eigentlich gedacht. Backblech kannst du mal wegtun. Ja, okay. Also vielleicht ist auch deswegen drauf gestanden, man soll die Fläche einmehlen. Ein bisschen einmehlen. Wir machen nochmal alles sauber und dann, ja, machen wir den ganzen Spaß nochmal. Darf ich was sagen? Ja. Der war zu kurz im Kühlschrank, der muss fester sein. Der muss fester sein. Der muss fester sein, ja. Meinst du? Ja, das meine ich. Der war aber eine Stunde im Kühlschrank. Ja, der ist viel zu weich. Okay. Ihr habt es gehört. Spatz hat gesprochen. Ich schmeiß den einfach nochmal in den Kühlschrank rein. Richtig, das würde ich machen. Okay. Der ist viel zu weich. Okay. Ja. Da steht's drin, ja, ich weiß. Ich hab doch keine Ahnung von dem Scheiß. Den Fix. Der ist aber richtig weich, gell? Ja, dann sag mir halt was. Wie soll ich das sagen, mein Schatz? Indem du genau wie jetzt einfach was dazu sagst. Ich wollte gucken,
ich will nicht, dass so eine reinste Katastrophe das wird. Und ich, deswegen wollte ich dir nur sagen, der Teig braucht ein bisschen länger im Kühlschrank, meistens so 2 Stunden, auch wenn es so im Rezept steht. Aber der Teig ist viel zu weich. Ja, ist ja in Ordnung. Ich hab's kapiert, übrigens, die Kamera läuft. Hallo. Das wollte ich nur sagen. Er hat ja keine Ahnung. Aber davon jede Menge. Davon jede Menge. Ja. Mach du das Essen weiter. Nächster Versuch, bevor ich hier komplett ausraste. Spatzel, kannst du das besser? Ich könnte es versuchen. Mach du. Ach, Schatzi. Hast du ein bisschen Milch drunter gemacht? Ja. Sehr schön. Also ich krieg gar nichts mehr mit dem Schmarrn. Also Leute, sorry, aber irgendwann habe ich auch die Schnauze voll. Das ist aber ganz normal. Wenn es mich so ärgert wie heute. Weißt was? Vergess mal den großen, wir probieren es jetzt einfach mal mit kleinen. Jetzt ganz gleich aufs Backblech. Wir machen jetzt erstmal die Böden. Warum kriege ich das in der Form nicht so mit hoch? Also ganz ehrlich, Leute, ich habe jetzt vorher noch ein Video angeschaut und der hat die Teiglinge einfach mit der Form mit rausgezogen. Ich habe keinen Plan. Ich helfe dir doch, mein Schatz. Ja, Gott sei Dank. Bist ja nicht allein jetzt. Jetzt machen wir einfach die Kleinen. Aber das... genau so. Oh. Ups. Aber das... Das, Leute, das übe ich noch. Das übst du noch, ja. Weil ich esse die Dinger so verdammt gerne. Müssen wir halt mitzählen, wie viel wir da dann insgesamt haben. So, den Teig tun wir wieder zusammen. Genau. Oh, 4, 6, 8. Haben wir. Noch ein bisschen Teig? Nee. Lass mal den hier gerade verarbeiten. Und jetzt sind wir auch exakt die 3 mm. Ist sowas von wurscht. Das wird nicht. Doch. Immer wieder lösen, immer wieder lösen. Mehl hier rum. Oh Mann. So. Ich flipp aus hier. Ich flipp aus. Hauptsache ihr habt was zum Lachen. Ja, tu hier mal was drauf. Ja. Ich muss hier ein bisschen an der Rolle ein bisschen was machen. Sonst klebt das an der Rolle fest, wie du es siehst. Genau, ein bisschen. Richtig. Nee, funktioniert nicht. So. Hier kriege ich noch einen raus. Genau. So, dann gib mal, nehmen wir wieder ein Stück Teig. Das ist mir jetzt wurscht, ob wir das auf einmal ausrollen oder in verschiedenen Etappen. Das ist mir sowas von wurscht. Wo ist eigentlich das Waschelholz hin?
Frau hat versteckt, alles klar. Aber es ist nicht versteckt. Das probiere ich nachher mal aus. Ja, schon wieder ein Loch drin. Aber ein paar kann ich wieder ausstechen. Na, will nicht mit raus. Nimm mal. Die ist ein bisschen dicker als die anderen, mein Schatz. Das ist mir egal. Ist mir jetzt sowas von wurscht. Wie viel wollt ihr jetzt davon machen? Ja, jetzt machen wir hier mal noch die Doppelreihe fertig. Irgendwie bequemer. Soll ich den Backofen schon mal vorheizen? Ja, auf 200. Ja, mach 180, 190 Grad. Na. Gut, hab ich. Ja, es ist nicht richtig gemäht unten drunter. Fängt er nämlich wieder an zu brechen. Immer mehlen unten drunter. Ihr habt nichts gesehen, Leute. Immer ein bisschen Mehl. So. Ja! Und wie kriege ich das jetzt hier raus? Boah, ich flippe aus. Jetzt komm. Scheiße. Und davon jetzt 20 Stück. Ja. 19 Stück noch. Ja. 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 Boah, ich gebe nicht auf. Ich gebe nicht auf. Du wirst nicht aufgeben, nein. Das ist alles mit Geduld und ganz viel Ruhe. Wenn die nicht ganz auch übereinander passen, ist mir das auch egal. Hauptsache, die schmecken gut. Tja, Leute, so ärgern wir uns jetzt weiter, bis wir die alle fertig haben. Schnitt, Cut, nach dem Backofen geht's weiter. Leute, ein klitzekleiner Erfahrungswert von mir jetzt. Für die, wo wirklich keinen Plan vom Plätzlebacken haben, so wie ich. Ich habe jetzt den Teig nach dem Ausrollen kurz unten einmal gelöst und dann funktioniert das alles viel besser und auch wesentlich schneller. So sieht es nämlich aus. Erfahrung, 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 Erfahrung. Was soll man dazu sagen, Leute? Einfach mal machen, ausprobieren. Und ja. Und ihr wisst ja, wer nichts macht, kann auch nichts falsch machen.
Also mache ich lieber was falsch, als dass ich gar nichts mache. So, dann löse ich das wieder einmal. Und hier klopfe ich dann ja, ganz leicht dran und dann soll es nochmal rausgehen. Über Backblech direkt. Ja, so Fingerschnippen drauf geht auch. Ja, eigentlich gar nicht so schwer, wenn man es einmal probiert hat und gemacht hat. Ja, aber jetzt mache ich sie wirklich in Ruhe fertig. Tja, hier liegen sie jetzt drin, die Böden, und die Deckel kommen gleich danach. Ich hasse Plätzchen backen. Und da sind die Deckel. Und hier ist unser Abendessen. Oh, dazu gibt es aber leider kein Video. Tada! Na, so schlecht sieht es doch gar nicht aus. Wir tun hier jetzt eben auf dem Gitter die pudern mit Puderzucker. Mal schauen, ob der neue Puderzuckerstreuer funktioniert. Sieht gut aus. Und danach tun wir gleich die Unterteile mit Marmelade bestreichen. Hast du sie alle umgedreht einmal? Also die tun wir einmal umdrehen. Wir sind hier wahnsinnig schon wieder im Stress. Wir wollen hier nachher ein Livestream machen. Wie immer um 8 Uhr. Jetzt haben wir es halb acht. Ach, da muss noch was drauf. Da muss noch was drauf. Das reicht mir noch persönlich noch nicht. Da muss richtig Fettpuderzucker drauf. Und wenn ich die kleinen fertig habe, Leute, dann gibt es noch die große Überraschung für euch. Jetzt reicht's aber. So, dann gib mal her, bitte. Dankeschön. So. Also die einmal umgedreht, das war die Oberseite beim Backen. Ja, was tun wir drauf? Ich mach's mit einem Teelöffel Spatzel. Da braucht man jetzt halt extra anfangen mit dem Ding. Einmal Erdbeermarmelade auf die ersten 10 Stück. 2, 4, 5, 10. Ja. Aufrühren. Wird die ein bisschen flüssiger, wenn man sie warm macht? Sehr flüssig wird das. Sehr flüssig? Ja. Wäre aber fast sogar besser. Ja, so ist es blöd. So ist es komplett blöd. Learning by doing. Und hau ruck. Und der erste Keks wäre fertig. Oder das erste Plätzchen. Der erste Spitzbub. Jawohl. Aha, wir haben einen Spitzbub selber gemacht. Das probiere ich jetzt einfach aus. Wie gesagt, learning by doing. In die Mikrowelle tun. Ja, ganz kurz. So, ein klein bisschen aufgewärmt. Dann verläuft das Zeug nämlich etwas besser. Und definitiv. Nummer 2. Nummer 3. Spatzel hat den Vorschlag gemacht, das mit einem Spritzbeutel drauf zu tun. Wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Aber ganz ehrlich, warum soll man danach extra einen Spritzbeutel wieder sauber machen müssen, wenn es mit einem Teelöffel genauso geht? Ganz einfach. Ganz, ganz, ganz einfach.
Ja, und die zweite Hälfte. Machen wir gleich mit der Marillen, Marmelade, was weiß ich, was das ist. Kaum wird man von Frau abgelenkt. Leute, da kocht man das Gelee-Zeug wirklich auf. Oh, ich werde wahnsinnig. Und wer jetzt mitgezählt hat, jetzt liegen 10 dran. Die zwei restlichen habe ich noch schnell gemacht. Jetzt ist mir fast zu flüssig. Aber das ist kein Problem. Wenn nachher für dich hier was übrig bleibt, weil ich brauche ja noch eine Ladung. Wir sind ja noch nicht ganz fertig hier, Leute. Ich glaube, das war sogar Gelee, das Marille. Ja, auf alle Fälle sind hier mal keine Stückchen drin. Und alles, was neben rausquillt, ist in dem Falle erlaubt. Erlaubt und ein Feature. Weil da kann man die Dinger nämlich außen noch abschlecken. Ich weiß, viele von den Mädels, wo hier zugucken, werden die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Aber ich hab's euch doch gesagt. Ich habe noch nie wirklich selber Plätzchen gemacht. Nee. Ich durfte da nie mithelfen. Aber nee, ich wollte nie mithelfen. Naja, kann man jetzt sehen, wie man will. Also schlecht sehen die doch gar nicht aus, mein Schatz. Ja. So. Guck mal, ich kann sogar zählen. Es geht nämlich ganz genau auf. Ja. Mit der Deckel. Ja. Und die werden jetzt verräumt in Blechdosen. Und danach sehen wir uns mit der nächsten Runde hier weiter. Wieder. Ta-da-da-da-da-da-da-da-da. Und ja, Leute, ich hab's doch noch gemacht. Ich geschafft. Mit der Technik, mit dem Anlösen wieder etc. pp. Habe ich auch noch die großen fertig gebracht. Ja, der Restteig verarbeitet. Das wird probierele für die Alina. Das Herzchen. Die hat vorher schon geschrieben, darf ich das Herz haben? Aber wie sie jungen Mädels sind, mitdenken, warum er sowas gemacht hat, naja. Das habe ich nämlich extra für sie gemacht. Ja. So. Das Blech ist soweit abgekühlt. Das mache ich jetzt direkt hier drauf. Die Spitzbürbler drehen wir wieder um. So zwecks Ober- und Unterseite. Und zwei Erdbeer, zwei Marille. Ach, irgendwie sowas. So, weiter geht's gleich. Honey ja noch was. Also das Marillenzeug muss man nicht unbedingt zu warm machen. So. Und der Rest kriegt jetzt einfach noch die Erdbeerschlonze ab. Muss ich aber noch warm machen. So, oder le? Dann hauen wir noch die Erdbeerschlonze hier drauf. Jetzt könnte natürlich wieder jemand rumjammern, rumheulen mit Johannisbeer, Gelee, hau mich tot.
Ich mag Johannisbeeren nicht so gern, deswegen nehme ich da ganz einfach Erdbeer. Mhm. Das ist der Hauptgrund. Man nimmt das, was man am liebsten mag. No? Ne, wo? So sieht es mich aus. Wieso habe ich hier jetzt noch so einen Keks? Hast du einfach mal so gemacht aus dem Rest. Wo ist die Hälfte? Jetzt? Wo ist die andere Hälfte? Ja, weiß ich doch nicht. Hä? Ach, die... Ich bin ich doof. Die liegt doch auf... Oh, das war viel. Macht nichts. Mein Herz muss bluten. Jo. Also... Ja. Upsala. Upsala. Hä? Achso, ich habe vergessen, das Herz einzupudern. Irgendwann wird man auch verwirrt. Der Deckel hiervon ist ja hier. Ja. Jetzt muss ich das Ding noch ganz schnell einpudern. Wo ist der Puderzucker? Hier. Sieht das schön aus. So. Und jetzt müssen wir das ganze Zeug bloß noch halbwegs austrocknen lassen, erhärten lassen, ein bisschen in der Keksdose reifen lassen. Also ein bisschen Marmelade am Daumen. Ein bisschen weicher wird und dann kann gefuttert werden, probiert werden. Wie gesagt, das kleine Herzchen ist für Alina, das große Herzchen ist für mein Spatzel zum Probieren dann. Probiererler. Ihr werdet es ja wahrscheinlich im Livestream sehen. Genau. Weiter geht's hier später dann nach dem besagten Livestream. Ja. Mit Vanillekipferl. Genau, mit den Vanillekipferln. Bis nachher. Das Zeug ist mal jetzt richtig ausgehärtet. Klar, Butter drin. War jetzt doch ziemlich lang im Kühlschrank, aber ich probiere es jetzt trotzdem mal. Weil rein theoretisch wird ja durchs Kneten formen das Zeug auch wieder etwas weicher. Und schauen wir mal, vielleicht kriegt man ja sogar was Passendes hin. Natürlich kriegt man es hin. Die können ruhig in verschiedenen Größen sein. Sollten zwar alle halbwegs gleichmäßig groß sein. Aufpassen, dass der Teig nicht bricht. Ja. Dann schneide ich mir jetzt solche Stücke runter. Die Spitzen leicht an. Und hoffe, dass das Zeug nicht zu sehr brüchig wird. Ja, die Hand wird schon wieder buttrig. Auch noch nie gemacht, aber es funktioniert und so mache ich jetzt den kompletten Teig durch, während Spatz im Übrigen im Hintergrund schon wieder fleißig ist und ja, unser ganzes Geschirr wieder wegspült. Muss man auch erwähnen, gehört auch dazu und deswegen habe ich jetzt auch wieder angefangen, noch die Vanillekipferl weiterzumachen. So Leute, ich mache die jetzt fertig und wenn das Backblech soweit komplett bestückt ist, zeige ich euch das wieder. Bis gleich. So, Dalle. Vielleicht nicht die schönsten, aber selber gemacht, definitiv. Und die kommen jetzt so, wie sie sind, im Backofen.
Und wenn sie fertig sind, sehen wir uns wieder, beziehungsweise in der Zwischenzeit wird die Manu hier den Puderzucker, Vanillezucker, hau mich tot, vorbereiten. Mit einer schönen Vanilleschote mit drin. So, ab in den Ofen mit dem Zeug hier. Also so langsam hatte das Video eine One-Man-Show heute aus. Aber egal. Also, 125 Gramm Puderzucker. Jetzt Moment mal hier. Eine Seite vor. Ja, 125 Gramm Puderzucker. Wie viel haben wir hier noch drin? Hast du mir noch eine Packung? Riech mal. Mmh. Oh, das riecht so gut. Ich darf gerade an der Vanilleschote schnuppern, Leute. Puderzucker. Ah, wie viel hast du denn da noch mitgebracht? Noch eine. Also nach der haben wir noch mal eine. Ja. Gut. Oh, ich werde wahnsinnig. Möchtest du unseren Zuschauern sagen, was du da gerade machst? Ich tue jetzt, wenn man das sieht, ja, hier ist die Vanilleschote. Die tue ich jetzt ein bisschen aufschneiden. Also eigentlich brauchen wir bloß eine halbe Vanilleschote, aber du kannst gerne die ganze verwenden, habe ich kein Problem damit. Und dann tue ich dann halt Das Mark von der Vanilleschote dann in den Vanillezucker rein. Ja, ob wir da jetzt genau die 125 Gramm treffen, ist eigentlich auch relativ, weil wenn es nicht reicht, müssen wir sowieso noch was machen. 124 Gramm ist auch in Ordnung. So, Vanillezucker. Eine Packung Vanillezucker. Haut Zucker hin. Gut. Und dann warte ich auf das Vanillemark. Und das wird dann damit untergerührt nur noch. Und dann rühren wir das Vanilledings da einfach hier rein. Und ich hoffe mal, dass sich das sauber verteilt da drin. Und nicht irgendwo einen Klumpen bildet und an einer Stelle hängt. Deswegen wundert mich das ja eigentlich, dass man das hier so rein tun soll. Ja, das siehst du. Ich glaube, ich hole gleich einen Mixer und tue das nochmal durchpudern. durch Sieb geben. Wäre noch mal eine Möglichkeit. Das probieren wir jetzt aus. Ja. Mit der zweiten Schüssel noch mal durchsieben. Kleines Sieb. Mein Schatz. Ja. Andere Schüssel. Die Schüsseln werden immer größer. Und dann sehen wir ja, ob da nochmal eine Bolle zurückbleibt oder nicht. Learning by doing. Dankeschön. Schau mal, was die Vanillekipferl im Ofen machen. Ja, die werden schön groß. Ja, das ist die Vanilleschote. Ja. Aber es funktioniert.
Hm. Wird richtig schön. Schön groß. Ja, ein bisschen was hängt da drin. Von der Vanilleschote. Das kriege ich schon raus. Vanilleschoten sind sacke teuer mittlerweile. Was hat die gekostet? 3 Euro noch was. Wow, ja, das geht ja noch. Ja. Ich habe mal welche gebraucht, da hat eine 5, 6 Euro gekostet. Okay. Ey, da habe ich auch gemeint, ich stehe im Wald. So. Aber sieht doch schön aus. Schön gemischt hier. Oh, lecker. Tja, Vanillekipferl fertig werden lassen. Bisschen abkühlen lassen, ein bisschen. Tja, und dann ist vielleicht gar nicht schlecht, dass wir die größere Schüssel haben. In der Schüssel wälzen. Leute, ich glaub's ja gar nicht. Schaut euch das an. Da kniet man vorm Ofen und schaut den Vanillekipferl beim Backen zu. Und bevor die jetzt komplett dunkel werden, so sehen sie aus. Ich würde sagen, die sind soweit gut. Lassen wir sie. Warte. Ja, mein Schatz. Lassen wir sie kurz auskühlen ein bisschen und dann kommen sie im Puderzucker rein. So Leute, dann wären wir soweit. Die Vanillekipferl sind etwas abgekühlt. Na, das sieht doch ganz gut aus. Ah, da kommt eine etwas größere Dose als die, was ich schon da stehen habe. Und da tun wir jetzt die Vanillekipferl einlagern. So. 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 Ja, das ist das ganze Geheimnis. Ich tue die jetzt alle Puderzuckern, Vanillepuderzuckern und ja, dann zeige ich euch das Ergebnis noch schnell. So meine Lieben, hier sind jetzt noch die Vanillekipferl. Wollen wir jetzt noch eins probieren gemeinsam? Ja, auf jeden Fall. Ja, dann, dann machen wir halbe. Brüderlich geteilt, schwesterlich beschissen wahrscheinlich. Dankeschön. Jetzt machen wir doch noch ein Probiererle. Mhm. 1, 2, 3, 5, viele Tage Reifezeit noch in der Dose. Mhm. Und dann werden sie richtig perfekt. Sehr gut. Dann habe ich also auch Vanillekipferl drauf. Hm? Richtig lecker. Und Leute, von der Menge her, wir sind bloß zu dritt. Und dann bleibt uns nichts übrig und wir müssen nichts wegspeisen. Und naja, vielleicht bleibt noch was zum Verschenken auch noch übrig. So über Neujahr oder so. Das sehen wir, hoffentlich. Da packe ich einfach was weg. Genau. Gut, in dem Sinne, ciao Ikowski, bis zum nächsten Video. Tag 2 der Weihnachtsbäckerei wird es dann. Heute war Tag 1. Tschaikowski. Tschüss.